Behind His Mask. Eine Steckspan-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 27. Point of View. Stegi. Die nächsten Wochen verliefen verhältnismäßig normal. Tim schlug mich wieder. Als wäre nie etwas geschehen. Aber vielleicht war es das für ihn auch nicht. Für mich schon. Denn in der Woche, unserer Woche, hatte ich zum ersten Mal seit über 3 Jahren wieder so etwas wie Hoffnung gespürt. Hoffnung, dass alles besser werden würde. Dass ich doch vielleicht noch ein schönes Leben haben würde. Aber vielleicht war es bei mir wie bei Donald Duck. Ich hatte mein Glück bereits als Kind aufgebraucht und wurde von nun an nur noch Pech haben. Am Tag des alle 3-monatigen Schulausfluges war ich morgens ungewöhnlich optimistisch. Es tat gut zu wissen, endlich mal wieder aus dem Internat rauszukommen, mal was anderes zu sehen, vielleicht sogar neue Leute kennenzulernen. Als ich aufstand, hingen dunkle Wolken vor dem Fenster. Die Lehrer hatten den Plan gemacht, in ein kleines Museum zu gehen, in einer Indoor-Halle Ski zu fahren, ein Eis essen zu gehen und uns danach ein wenig Freizeit in der Altstadt zu geben. Alles in allem eigentlich ein Tagesablauf, der gut, aber ziemlich voll aussah, denn außer dem Museum klangen alle Aktivitäten recht spaßig. Mit Letzterem hatte ich mich noch nie anfreunden können. Genervt blickte Tim mich an, als mein Wecker erneut zu klingeln begann. Ich verzog kurz den Mund und stellte den Wecker endgültig ab. Einen schlecht gelaunten Tim konnte ich heute echt nicht gebrauchen. Wie jeden Morgen versuchte ich, meine Haare zumindest ein bisschen in Form zu bringen. Und wie jeden Morgen klappte es nicht. Kritisch beugte ich mich über das Waschbecken ein wenig nach vorne, um mein Gesicht genauer betrachten zu können. Außer den dunklen Schatten unter meinen Augen sah ich ausnahmsweise mal recht gesund aus. Anscheinend hatte ich es in der letzten Woche erfolgreich geschafft, mein Gesicht vor Fäusten zu schützen. »Egal, wie lange du im Bad bleibst«, ertönte in diesem Moment die dunkle Stimme meines Mitbewohners vor der Badezimmertür. »Aus so viel Hässlichkeit lässt sich nichts machen, glaub mir.« Ich verdrehte bei seinem Kommentar bloß die Augen, beschloss aber, dass er recht hatte, schloss die Tür auf und huschte schnell an ihm vorbei aus dem Bad. »Heute so gut gelaunt«, grummelte Tim und ließ ein Gähnen ertönen. Ich senkte den Kopf. Was der als gut definiert. Ich war besser gelaunt als sonst, definitiv, aber das hieß noch lange nicht, dass ich gut gelaunt war, froh oder gar glücklich war. Tim schubste mich leicht nach hinten und ging dann selber ins Bad. Überrascht stolperte ich einen Schritt nach hinten, konnte mich aber rechtzeitig wieder fangen und sah zu, dass ich schnellstmöglich das Zimmer verließ. Als ich im Eingangsbereich ankam, standen noch nicht einmal die Lehrer am vereinbarten Treffpunkt. Natürlich nicht. Entweder sie machten sich noch fertig oder waren beim Frühstück. Hunger hatte ich keinen gehabt. Generell aß ich in letzter Zeit immer weniger. Zum einen, weil die vielen herablassenden Blicke in der Mensa wehtaten und zum anderen wegen Tim. Tim, der mir täglich sagte, wie hässlich ich sei. Der mir sagte, ich sei zu dumm, zu wenig wert. Zu fett. Und ja, theoretisch könnte mir seine Meinung egal sein. Aber das war sie nicht. Seit der Braunhaarige mich geküsst hatte, ging mir das nicht mehr aus dem Kopf. Noch immer spürte ich seine Lippen auf meinen. Die Zartheit, mit der er seine bewegte. Spürte das Kribbeln, dieses seltsame Etwas, was ich Liebe nannte. Seufzend ließ ich mich auf die Treppenstufen, auf welchen ich stand, fallen. Doch egal, was ich dachte oder tat, es änderte nichts daran, was Tim für mich empfand. Hass. Ich hoffe, euch hat meine kleine Führung durch das Museum von Hindenfels gefallen und ich wünsche euch allen jetzt noch einen schönen Tag in unserer kleinen Stadt. Lächelnd verabschiedete sich der Führer und die Klasse trat wieder hinaus ins Freie. Noch immer bedeckten Wolken den Himmel.
Es war ein recht kalter Tag. Zudem pfiff ein unangenehmer Wind durch die Gassen. Alle standen in Hoodies oder Jacken da. Da lasst uns mal schnell weitergehen, rief Frau Ulmer und klatschte in die Hände, um die Aufmerksamkeit der Schüler zu bekommen. Auf zum Skizentrum! Bei diesen drei Worten überkam ich Freude. Ich liebte Skifahren. Mom hatte immer gesagt, ich konnte quasi Skifahren, bevor ich laufen konnte. Als ich klein war, hatten wir eine Zeit lang in Österreich gewohnt und so war es gekommen, dass ich mit knapp 2,5 Jahren das erste Mal auf Skiern stand. Zwar waren wir später nach Karlsruhe gezogen, dennoch waren wir jedes Jahr Skifahren gegangen. Klar, die letzten 3 Jahre war ich nicht mehr gefahren. Und klar, eine solche Halle war deutlich einfacher und nicht das gleiche wie eine richtige Piste, aber ich vermisste einfach das Gefühl. Das Gefühl von dem Wind in den Haaren, der Luft um mich herum, der an mir vorbeirasenden Landschaft, dem Schnee unter mir. Erschrocken sah ich auf, als ich gerade noch so stoppen konnte, ehe ich in jemanden reingelaufen wäre. Die anderen waren stehen geblieben und blickten zu einem Mann, der vermutlich unser Einleiter sein würde. »Bitte sortiert euch erstmal danach, ob ihr Skifahren wollt oder Snowboarden.« Sofort setzten sich einige Schüler in Bewegung, stellten sich zu einer der Kategorien. Ich gesellte mich natürlich zu den Skifahrern. Zu meiner Überraschung hatte Tim bis zum Ende gewartet, ehe er sich entschied. Er warf einen kurzen Weg durch die Schüler rein. »Ich kann ja super Skifahren«, meinte er und schickte der Klasse ein arrogantes Lächeln. »Aber ich möchte auf gar keinen Fall auf der Seite der Schwuchtel stehen.« Kalte Schauer überkam mich bei seinen Worten und ich spürte, wie mir die Hitze in die Wangen stieg, als sich einige Schüler lachend zu mir umdrehten. Wieso hasste er mich nur so sehr? Nervös trat ich von einem Bein auf das andere. Als wir uns in Gruppen, wie lange wir schon fuhren, noch nie, 2 Jahre, 5 Jahre, über 5 Jahre einteilten, stellte ich mich neben Luna, die als einzige auch hier stand, in der Kategorie über 5 Jahre. Der Leiter ließ seinen Blick über die Gruppen gleiten und einen winzigen Moment lang hatte ich das Gefühl, er würde bei mir kurz stoppen. »Gut, die bei 2 Jahren oder noch nie sind, gehen bitte da vorne hin. Da bekommt ihr nochmal kurze Einweisung. Die bei 5 Jahren gehen bitte da drüben hin und der Rest kann alleine fahren.« Er warf einen kurzen Blick in die Runde. »Gut, dann bekommt ihr jetzt eure Ausrüstung«, rief er über die übrig gebliebenen Schüler hinweg und deutete auf einen Schalter, wo man das Zeug anscheinend bekommen würde. Ich warf einen kurzen Blick in die Runde, außer Luna und mir waren nur Snowboarder geblieben, Tim und Veni. Mit langsamen Schritten stellte ich mich an, als mich plötzlich ein Ruf hochriss. Ich sah auf und erblickte Frau Ulmer, welche auf mich zugestöckelt kam. »Stegobert! Hat dir denn niemand gesagt, dass an der Winterhallenaktion nur die teilnehmen können, deren Eltern dafür extra bezahlt haben? Bei dir war das leider nicht der Fall. Was heißt, dass du nicht mitmachen kannst?« Wie mit einem Schlag spürte ich, wie eine Welle Enttäuschung mich überkam. Ich nickte bloß kurz und wandte mich ab. Eine unerklärliche Wut überkam mich. Ich konnte nicht mal sagen, auf wen oder was ich wütend war. Ich war einfach so furchtbar enttäuscht. Auf meinen Vater war ich nicht wütend. Klar, er war für meine Internatskosten verantwortlich, aber ich wusste, dass es vermutlich besser war, wenn er das Geld nur für Wichtiges ausgab. Das letzte Mal, als ich ihn gehört hatte, klang er müde und erschöpft. So, als würde er Tag und Nacht arbeiten und es trotzdem nicht schaffen. Die Firma ging den Bach runter. Das wusste er. Das wusste ich. Vielleicht war ich bloß wütend auf mich selber. Wütend, weil ich die Hoffnung gehabt hatte, mir könnte etwas Schönes passieren. Wieder etwas Spaß haben. Wütend, weil ich dabei nicht eine Sekunde an die finanziellen Kosten gedacht hatte. Mit enttäuscht zusammengepressten Lippen lehnte ich mich gegen die Absperrung zur Piste. Sowas konnte auch nur mir passieren. In diesem Moment riss mich eine angenehme Stimme hoch. »Wieso fährst du denn nicht?« Ich sah auf und blickte in dunkelblaue Augen. Das Gesicht des Mannes, der uns die Einleitung gegeben hatte, funkelte mir entgegen. Das erste Mal betrachtete ich ihn richtig. Er war jung, vielleicht höchstens 19 und sah
zugegeben, nicht schlecht aus. Seine schwarzen Haare ergänzten sich toll mit den strahlenden, dunkelblauen Augen und den dunklen, langen Wimpern. Er hatte ein recht schmales Gesicht und auch sein Körperbau schien nicht schlecht zu sein. Als Antwort auf seine Frage zuckte ich bloß mit den Schultern. Er wirkte kurz verwirrt, lächelte dann aber wieder. Du standest bei den Skifahrern, die schon seit über 5 Jahren fahren. Müsstest du das dann nicht eigentlich mögen? Er lachte kurz auf. Sein Lachen war schön. Es war klar und recht tief. Wirkte einfach so befreit und natürlich. Erneut zuckte ich mit den Schultern. Kann es sein, dass du nicht reden kannst? Fragte der junge Mann in diesem Moment und ließ mich damit überrascht aufblicken. Dass ich nicht bloß gerade keine Lust hatte zu antworten, erriet kaum jemand so schnell. Rasch holte ich meinen kleinen Block und einen Stift aus der Jackentasche und kritzelte: Ich tue es nicht. Mit niemandem. Sorry. Darauf. Tim und Pauli ließ sich einfach mal außen vor. Okay. Der Leiter lächelte mich an. Erleichtert und gleichzeitig überrascht, dass er nicht weiter nachfragte, lächelte ich ebenfalls. Ich bin übrigens Jay. Stegi. Was ein cooler Name. Jay lachte kurz. Meiner ist so langweilig. Den hat ja jeder, aber deiner ist was Besonderes. Mir schoss ein leichter Rotschimmer auf die Wangen. Lächelnd sah ich zu dem Dunkelhaarigen auf und formte ein Danke mit den Lippen. Er grinste bloß. Magst du deine Klasse nicht so? Fragte Jay plötzlich und blickte mich direkt an. Sorry, wenn das ein wenig direkt ist, aber du standest also abseits und alleine und da habe ich mich gefragt. Ist manchmal kompliziert, schrieb ich schnell. Das ist echt bemerkenswert, wie schnell du sowas erfassen kannst. Mit dem Reden und der Klasse, meine ich. Jay lächelte mir kurz zu. Man nennt mich auch Superman. Er machte eine dramatische Bewegung und sah mich dann grinsend an. Ich hob bloß eine Augenbraue an und blickte ihn gespielt beeindruckt an. Jay hielt mitten in der Bewegung inne und starrte mich an. Du kannst es mit der einen Augenbraue, rief er nach einigen Sekunden und sah mich begeistert an. Ich übe das schon seit Wochen. Du musst mir das beibringen, unbedingt. Bei dem übertriebenen Enthusiasmus der Schwarzhaarigen musste ich lachen. Gespielt beleidigt, schob er die Unterlippe vor. Lach mich nicht aus. Ich meine das ernst. Bei seinen Worten, obwohl sie doch so unlustig waren, musste ich trotzdem noch mehr lachen. Jay gab nach wenigen Sekunden auf und stimmte mit ein. Und es war einfach wundervoll, mal endlich wieder so befreit mit jemandem lachen zu können. Als wir uns wieder beruhigt hatten, machte der Größere mit dem Kinn eine Bewegung in Richtung gegenüber von uns. Ist das so dein Boyfriend? Fragte er und schaute mich fragend an. Ich folgte seinem Zeichen und erblickte uns gegenüber auf der Piste Tim, welcher stehen geblieben war und es mit zusammengekniffenen Augen musterte. Als er meinen Blick jedoch bemerkte, steckte er mir kurz einen hasserfüllten zurück und fuhr schnell weiter. Schnell schüttelte ich den Kopf. Wie kam Jaden darauf, dass Tim mein Freund sein könnte? Er hasste mich. Meine Gefühle für ihn waren, komisch und sonst war da nichts zwischen uns. Als könnte der Schwarzhaarige Gedanken lesen, sagte er in diesem Moment, ich frag, weil er die ganze Zeit rüberschaut, wenn er denkt, dass ihn niemand sieht. Und sein Blick wirkt total eifersüchtig. Überrascht blickte ich Jay an. Das kann nicht sein, glaub mir. Der andere zog die Stirn in Falten, nickte aber. Kompliziert zwischen euch? Fragte er und ich nickte, erleichtert, dass er erneut nicht weiter nachfragte. Jay war echt verständnisvoll. Aber zwischen euch läuft nichts? Vergewisserte sich eben dieser gerade nochmal, woraufhin ich bloß leicht lachend den Kopf schüttelte. Gut, meinte der Schwarzhaarige und lächelte mir zu. Das wäre auch irgendwie schade gewesen. Kapitel 28. Jay war toll. Das war er definitiv. Er schien mich zu verstehen, obwohl ich nicht redete. Er ließ keine unangenehme Stille zwischen uns zu. Er redete einfach so viel, dass es für uns beide reichte. Er erzählte Geschichten über sein Leben.
brachte mich zum Lachen. Er wusste, wenn er nicht mal nachfragen sollte. Wusste, wenn ich über etwas nicht erzählen wollte. Und er akzeptierte es. Er akzeptierte mich. Als Frau Ulmer aber nach knappen 2,5 Stunden ankündigte, dass wir nun gehen würden, mussten wir uns voneinander trennen. Du musst los, oder? Jay sah mich mit seinen tiefen, blauen Augen an und deutete mit seinem Kopfnicken zu Frau Ulmer rüber. Deine Lehrerin gestikuliert schon seit 5 Minuten so komisch. Ich glaube, sie versucht, die Zeichensprache der Taubstummen bei dir anzuwenden. Er lachte kurz. Aber ich wette, die kannst du nicht mal. Grinsend schüttelte ich den Kopf. Klar, ich hätte mir die Mühe machen können, sie zu lernen, aber wozu? Niemand außer mir würde sie können und ich war ja nicht mal taubstumm. Ich warf einen kurzen Blick zu Frau Ulmer, welche gerade eine seltsame Verrenkung mit ihren Armen durchführte und mich eindringlich anzustarren schien. Lachend wandte ich mich wieder Jay zu. Für mich sieht das eher nach verkrüppelten Yoga-Versuchen oder so aus. Der Schwarzhaarige nickte lachend. Aber ich glaube, du solltest trotzdem mal gehen. Nicht, dass sie sich gleich noch ernsthaft was zehrt. Ich grinste kurz bei seinen Worten, nickte dann aber leicht traurig. Es war besser. Ist es, aber ich komm mit, muss mich ja sowieso noch von der Gruppe verabschieden. Jay lächelte kurz, griff nach meinem Arm und zog mich dann hinter sich her auf meine Klasse zu. So, die 2,5 Stunden sind leider schon um, sagte er mit lauter, vernehmlicher Stimme, als wir bei den anderen standen. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Die Anfänger haben vielleicht ja etwas gelernt und beschlossen, ab jetzt täglicher zu kommen. Er lachte kurz. Nein, nein, täglich wäre zu oft, glaub mir. Von Köln ist es nun doch recht weit hierher und außerdem würde das bald langweilig werden. Was ihr allerdings tun solltet, ist richtig Skifahren oder Snowboarden zu gehen. In den Bergen. Glaub mir, wenn ich euch sage, dass das also richtig toll ist. Jay grinste in die Runde. Ich habe gehört, ihr geht jetzt noch Eis essen? Dann wünsche ich euch allen noch viel Spaß und kauft eine Kugel für mich mit. Bei seinen Worten lachten vereinzelt Schüler aus der Klasse, ehe alle sich umdrehten und zum Ausgang steuerten. Ich wollte ihnen gerade folgen, als Jay mich am Arm zurückhielt. Stegi, warte mal kurz. Verwirrt sah ich ihn an. Hier, für dich, meinte der Schwarzhaarige und drückte mir einen kleinen Zettel in die Hand. Zum ersten Mal, seit ich ihn kannte, wirkte er nervös. Ich weiß nicht, vielleicht sieht man sich ja mal wieder. Ich mag dich nämlich, irgendwie. Jay lächelte mich unsicher fragend an. Ich nickte schnell und grinste den Größeren an. Gerne. Jay wirkte deutlich erleichtert. Gut, dann bis dann. Er beugte sich vor und zog mich in eine kurze, enge Umarmung, ehe er sich abwandte und schnell davonlief. Überrascht sah ich ihm nach. Was war das gerade gewesen? Jay hatte so unsicher gewirkt. Ich warf einen Blick auf den Zettel, welchen er mir gegeben hatte, und musste augenblicklich lächeln, als ich eine Nummer erkannte, vermutlich die Handynummer von dem jungen Mann. Dahinter war ein kleines Herz gemalt. Süß. Mit einem breiten Grinsen auf den Lippen lief ich schnell meiner Klasse hinterher. Den Zettel presste ich fest an meine Brust, ehe ich ihn wieder in meine Hosentasche verschwinden ließ. Mit einigem Abstand lief ich der Klasse hinterher, als ich plötzlich eine tiefe Stimme hinter mir vernahm. Was hat dir dieser Typ gegeben? Tim. Doch so froh, wie ich im Moment war, konnte nicht mal seine Anwesenheit mir die Laune verschlechtern, zumal er zumindest allein und ohne seine Anhängsel da war. Seine Handynummer, antwortete ich mit einem Lächeln auf den Lippen. Kurz meinte ich, einen Schimmer in Tims Augen aufblitzen zu sehen, doch zu schnell war er wieder weg, als dass ich hätte erkennen können, was er bei meinen Worten dachte. Er hat dich zum Lachen gebracht, murmelte der Braunhaarige leise, und ich war nicht sicher, ob er diese Worte zu mir oder zu sich selbst sagte. Generell war ich gerade komplett verwirrt, was Tim anging. Wir liefen nebeneinander her, ohne dass er mich schlug oder mir Beleidigungen an den Kopf warf. Einfach ganz normal. Vielleicht lag es aber auch daran, dass der Größere momentan einfach ein wenig neben der Spur zu sein schien. Er wirkte verwirrt und nachdenklich. Gar nicht mehr so kalt und furchteinflößend wie sonst. Macht er dich denn glücklich? Fragte Tim plötzlich und blieb stehen.
Überrascht blieb ich ebenfalls stehen und sah in die dunkelbraunen Augen meines Gegenübers. Ich denke schon. Meine Antwort klang mehr wie eine Frage. Tim nickte bloß und lief wieder los. Verwirrt sah ich ihm nach. Was war das? Wieso war er so normal gewesen? Er hatte mich weder geschlagen noch runtergemacht oder mir irgendwie anders wehgetan. Und dann hatte er mich gefragt, ob Jay mich glücklich machen würde. Wieso wollte er das wissen? Konnte ihm das nicht egal sein? Oder machte er das, weil er überlegte, wie er mir Jay wegnehmen könnte? Entschlossen schüttelte ich den Kopf. Was auch passierte. Mein neuen Freund würde Tim nicht bekommen. Aber was war Jay für mich? Er war wie jemand, der ein Freund, also ein guter Freund werden könnte. Aber er wirkte nicht so, als wäre es das, was er anstrebte. Tatsächlich hatte ich in unserem Gespräch, oder eher in den Erzählungen des Schwarzhaarigen, mitbekommen, dass er zumindest bi sein musste. Anscheinend hatte er schon mehrere feste Freunde gehabt und ging auch komplett offen damit um. Aber ich war hetero. Und genau da lag das Problem. Ich musste mich selber erstmal finden. Hatte ich doch gar keine Ahnung, wer ich selber überhaupt war. Denn seit Tim mich geküsst hatte, war ich alles andere als sicher, dass ich wirklich hetero war. Der Kuss hatte mir gefallen. Er war schön gewesen. Und ich vermisste das Gefühl von seinen Lippen, die meine berührten. Dem Kribbeln, der Hitze, die von ihm ausging. Ich vermisste es, Tim nah zu sein. Vermisste seinen Geruch um mich herum. Vermisste seine Stimme. Vermisste ihn. Gedankenverloren stellte ich mich hinter den anderen in die Schlange vor dem Eisladen an und bestellte eine Kugel Schokolade und eine Kugel Kokos mit Sahne. Seltsame Kombination, aber mir schmeckte es. Ich ließ mich abseits von meinen Mitschülern auf einen Stuhl sinken und starrte auf mein Eis, ohne es wirklich essen zu wollen. Ich war sowieso zu dick. Tim und viele andere sagten mir jeden Tag, dass ich das sei, und sie mussten ja recht haben. Schließlich konnten so viele schlecht falsch liegen. Unruhig schob ich das Eis im Becher herum, sodass es zu schmelzen begann. Als ich einen Blick auf mir spürte, sah ich auf und meine Augen trafen genau die von Tim. Ein unerklärlicher Ausdruck lag in dem tiefen, wundervollen Braun. Ich wollte weggucken, aber irgendwas hielt mich fest, fesselte mich. Keiner von uns beiden sah weg. Wir starrten einander bloß an. Als Raphael sich jedoch zu dem Braunhaarigen rüberlehnte und ihm etwas zuflüsterte, zuckte Tim zusammen und in seinem Blick lag augenblicklich Hass. Ich biss mir auf die Unterlippe und wandte mich ab. Tim war heute schon generell ungewöhnlich nett gewesen. Da sollte ich seine Nerven lieber nicht noch weiter strapazieren. Ob es gut war, dass Tim heute so war, wie er eben war, wusste ich nicht. Vielleicht war es wie damals. Er tat so, als wäre er nicht so schlimm. Versuchte mein Vertrauen zu erlangen, nur damit es dann noch mehr wehtat, wenn er wieder der Alte war. Ich schluckte den Kloß, welcher sich immer am Hals gebildet hatte, runter und stand auf, um zum Mülleimer zu gelangen. Klar, vielleicht war es Verschwendung, aber ich würde das ganz sicher nicht essen. Eis hatte doch viel zu viele Kalorien. Die anderen brauchte ich gar nicht erst fragen, ob sie etwas haben wollten. Niemand würde etwas von der hässlichen Schwuchtel annehmen. Als ich mich auf den Weg zurück zu meinem Platz machte, wagte ich nochmal einen kurzen Blick hinüber zu Tim und seinen Freunden. Vor Tim stand ebenfalls ein Eisbecher mit Sahne. Als er diesen anhob, konnte ich auch die beiden Kugeln erkennen. Kokos und Schokolade. Ich ließ mich auf irgendeinem Brunnen in der Altstadt nieder, während die Sonne sich langsam dem Horizont zuneigte. Es hatte leicht zu regnen begonnen und man konnte nur noch hier und da den Himmel durch die dunklen Wolken betrachten. Die anderen stöberten gerade durch die Geschäfte, sahen sich die besten Filme an, die teuersten Klamotten, die neuesten Handys. Ich konnte mir sowieso nichts von dem leisten und allein durch die Läden zu ziehen war langweilig. Seufzend holte ich Kopfhörer und mein Handy aus der Tasche, als mich plötzlich ein leichter Schwindelanfall überkam. Ich fasste mir an den Kopf und schloss kurz die Augen.
Als die Musik zu spielen begann, lächelte ich leicht. Dann öffnete ich WhatsApp und ging auf J.3, welchen ich vorhin eingespeichert hatte. Hey, ich bin's, Stegi. Kurz überlegte ich. Vielleicht wusste Jay gar nicht mehr, wer ich war. Der blonde Junge aus der Skihalle, der nicht spricht, falls du nicht mal weißt, wer ich das war. Wenige Sekunden später ploppte schon eine Antwort auf. Natürlich weiß ich, wer du bist. Und wie war das Eisessen? Schön. Ich liebe Eis, musst du wissen. Wirklich? Ich auch. Aber mal im Ernst, wir haben ja kein Eis. Wobei, mein Ex-Freund mochte kein Eis. Das war fast schon gruselig. Ich lachte kurz auf. Dann fiel mir etwas auf. Er hatte Ex-Freund geschrieben. Nicht Ex-Freundin. Hieß das, dass Jay... Ich konnte den Gedanken nicht bei mir zu Ende führen, da auch schon eine neue Nachricht erschien. Mann, konnte der schnell tippen. Hast du momentan eigentlich einen Freund oder eine Freundin? Nope. Wieso? Weil ich dich süß finde. Überrascht von der direkten Antwort starrte ich auf mein Handy. Ich spürte, wie sich ein leichter Rotschimmel über meine Wangen legte. Na, mit dem Schreibischwuchtel denn da? Riss mich in diesem Moment ein lauter Ruf vom Handy hoch. Erschrocken blickte ich auf und sah Tim, Henrik, Elias, Noah und Anton schnellen Schrittes auf mich zukommen. Ist das deine neue Fickgelegenheit? Fragte Henrik mit einem dicken Grinsen auf den Lippen. Wie viel zahlst du ihm? Ich meine, als ob jemand freiwillig mit dir Zeit verbringen würde. Anton lachte auf und drehte sich beifallheischend zu den anderen Jungs um. Schnell nahm ich die Kopfhörer aus den Ohren und legte das Handy neben mich. Ich wollte die Jungs ja nicht noch extra verärgern. Ich spürte, wie meine Hände sich um den Rand des Brunnens verkrampften. Sie hatten ja recht. Was, wenn Jay das nicht tat, weil er mich mochte, sondern weil er eine Wette am Laufen hatte oder so. Eine Wette, wer das Vertrauen des hässlichsten Menschen bekommt. Wäre auch so schön gewesen. Ein leichter Schubs riss mich aus den Gedanken. Noah hatte mich leicht nach hinten gestoßen und blickte mich grinsend an. Was ist denn los, Schwuchtel? Du sagst ja gar nichts. Ich hob meinen Kopf und versuchte, den vernichtetsten Blick, den ich aufbringen konnte, in die Runde zu schicken. Kurz begegnete ich Tims Blick. Seine Augen waren nachdenklich zusammengekniffen und er musterte mich prüfend. Schnell wich ich seinen Blick wieder aus und senkte den Blick auf meine kaputten Sneaker. Antworte uns doch mal! Fauchte Hendrik und gab mir einen aggressiven Stoß, durch den ich fast das Gleichgewicht verloren hätte. Wer gibt sich mit so etwas wie dir ab? Ich drückte meine Fäuste fest zusammen und versuchte, meine Wut zu unterdrücken. Du kleines, hässliches Miststück! Die dunkle Stimme des Braunhaarigen ließ mich zusammenzucken. Denkst du wirklich, du bist gut genug, um nicht zu antworten? Nur weil deine Eltern reich sind und weil du immer Mamis Liebling bist? Ich presste fest die Lippen zusammen, um ein Zittern zu unterdrücken. Ich traute mich nicht aufzusehen. Ich wollte nicht in diese kalten, hasserfüllten Augen sehen. Damit du es weißt, fuhr Tim mit einem verachtenden Ton fort. Niemand würde je so etwas Fettes, Dummes wie dich lieben. Seine Worte waren wie kleine Messer, die sich tief in meine Haut bohrten. Tim gab mir einen kräftigen, unerwarteten Schubs. Erschrocken stieß ich einen kleinen unmännlichen Schrei aus und spürte, wie meine Hände an der kalten Oberfläche abglitten. Mit einem lauten Klatschen und begleitet von dem Lachen der Schüler fiel ich rittlings in den Brunnen. Ich glaube, dass ich nie jemanden vergessen kann, da der Grund für mein Lächeln war. So, ja, schaut bei Kritzelkiste vorbei, bei Drachenmädchen. Lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!